Derby-Time im Elzner Sportpark. Der SC Eltersdorf empfängt die U21 des 1. FC Nürnberg. In ihrem letzten Heimspiel der Saison wollen die Quecken im gewohnten Weiß und Grün sicherlich an die Leistung vom 3:1 Hinspielsieg anknüpfen und vor 450 Zuschauern wichtige Zähler für den Klassenerhalt sammeln. Mit diesem heiklen Thema haben die Club-Youngsters nach bis dato sehr starken Leistungen in der Frühjahrsrunde überhaupt nichts mehr am Hut. Das Spiel selbst schenkte sich dann die berühmt-berüchtigte Abtastphase, vor allem die Hausherren, sofort on fire. Jens Wartenfelser steckt schön durch auf Sebastian Schäferlein und der Pass des Kapitäns findet in der Mitte Robin Renner. Frühe Führung für Eltersdorf nach 5 Minuten. Und gleich nochmals die Quecken. Wieder liefert der lange Verletzte und hier erstmals wieder von Beginn an auflaufende Wartenfelser die Vorarbeit. Und diesmal vollendet Schäferlein selbst zum 2:0. Ganze 9 Minuten waren da gespielt. Jetzt erwacht aber auch der Club aus dem Dornröschenschlaf. Christopher Wähling mit dem ersten Abschluss für die Gäste. Der SC in der Folge mit dem ein oder anderen Nadelstich gefährlich, die Spielkontrolle aber nun komplett bei den Gästen. Und in der 26. Minute war es dann soweit. Paul-Philipp Besson verwertet im zweiten Versuch die Hereingabe von rechts, formvollendet mit der Hacke zum Anschlusstreffer. 8 Zeigeumdrehungen später der Club erneut im Hausherren Strafraum. Maximilian Göppert bringt Fabian Mennig zu Fall und Schiri Maximilian Riedl zögert keine Sekunde. 11 Meter für den FCN. Eine Sache für den sicheren Schützen Tim Latteier nach 35 Minuten, also alles wieder pari. Die Gäste blieben aber am Drücker und drehten dann tatsächlich mit dem Pausenpfiff die Partie komplett. Besson springt nach einer Ecke am höchsten und schnürt den Doppelpack. Die Hausern also nun gezwungen, etwas zu tun und sie erhöht nach Wiederbeginn auch den Druck, allerdings ohne das Gehäuse von Jan Reichert wirklich ernsthaft in Gefahr zu bringen. Die Nürnberger zogen sich deutlich weiter zurück und wenn sich Chancen auf Nadelstiche ergaben, ja, dann waren sie nicht konsequent genug. Und so führte dann ein Standard zum Ausgleich in der 72. Minute. Göppert verlängert die Kugel an den zweiten Pfosten und dort lauert Manuel Stark 3:3. Eine wirklich abwechslungsreiche Partie, die auch in der Schlussphase noch richtig heiß war. Zunächst bietet sich da dem eingewechselten Christian Kestel die Riesenchance für die Gäste. Akbakla fährt aber die Pranke aus. Und die Crunchtime, die gehörte dann noch einmal voll und ganz den Quecken. Aber gleich mehrfach bissen sie sich am glänzend aufgelegten Reichert im Nürnberger Kasten die Zähne aus. Und so blieb es am Ende in einem rassigen Spiel beim 3:3. Wenn ich das ganze Spiel betrachte, hatten wir genug Möglichkeiten, dieses Spiel für uns zu entscheiden. Ich weiß nicht, was in der ersten halben Stunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde los war. Irgendwie hatte ich das Gefühl, wir wissen nicht, was für den Gegner heute auf dem Spiel steht, dass die eigentlich gewinnen müssen. Und wir haben das nicht angenommen. Es ist eine junge Mannschaft. Dann ist sie wach geworden und man sieht schon, dass sie Qualität hat. Die Tore sind gut rausgespielt, aber dann kommst du wieder aus der Halbzeit und der Gegner hat das Gefühl, heute ist was möglich und es war auch so. Und dann zum Schluss haben wir es 3:3 noch gemacht und ich glaube, zum Schluss wollten wir das alle. Die ganze Mannschaft, die ganze Bank, die muss ein Riesenkompliment meiner Mannschaft machen, dass sie bis zum Schluss nach vorne gespielt hat, auf das Tor gedrängt hat und der Kipper vom Club den Punkt auf jeden Fall behalten hat. Aber wir müssen daraus einfach die Zuversicht ziehen, dass es nur so geht und wenn wir so diese Leistung aufs Parkett bringen, bin ich guter Dinge, dass wir es noch schaffen können, auf jeden Fall. Die Quecken holen also in ihrem letzten Heimspiel gegen einen vor allem in der ersten Hälfte spielerisch bärenstarken Club einen Zähler, allerdings einen, der ihnen tabellenmäßig nicht so wahnsinnig weiterhilft.